Mann, oh Mann. Ich meine, wenn die Sonne scheint, das ist zwar ganz schön und lustig, ne? Aber dann solche Temperaturen hier im Raum hat, dann wird es nicht mehr so ganz lustig. Ja. Echt heavy. Der lädt schön vor sich hin. Ja, muss man Tür auf durchzustellen, soweit es nur geht, ne? Um das irgendwie zu schaffen. Aber angeblich gibt es da ja auch schöne Lösungen. Ne? Thema Peltier-Elemente. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Viele, mit denen ich mich unterhalten habe, haben davon noch nie so richtig was gehört. Und zwar ist das in solchen Kühlakku-Dingern verbaut. Ne? Das ist jetzt mal so eine Decke von so einer Kühltasche gewesen. Und wer sich so eine schon mal geholt hat, der bemerkt, ne, vor allen Dingen, wenn er es im Hotelzimmer benutzt, dass da der Raum ziemlich schnell sich aufheizt. Ne? Da kommt hier auf der Seite Kühlkörper drin, da wird das Peltier-Element warm. Und auf der anderen Seite wird es urig kalt. Ja, auf der Basis wollte ich vor langer, langer Zeit auch schon mal, jetzt nicht lachen, ne? Wird ein bisschen verrückt, aber ihr wisst ja, wie das so ist. Ja, sowas habe ich mir da gedacht, habe mir ein richtig schönes, fettes Peltier-Element bestellt. Mit, ich glaube bei 12 Volt 8 Ampere. Na, ich weiß nicht, ob es da noch bessere gibt. Jedenfalls vom Preis her sind die ja noch ziemlich happig. Ne? Ja, und dann wollte ich mir da mal so eine Belüftung, also eine Kühlung bzw. Heizung, je nachdem, wie rum ich das dann halt gedreht hätte, wenn man es dann irgendwie ins Fenster einbauen kann. Vielleicht auch mehrere von den Dingern, ich weiß nicht. Ja, habe das Vorhaben dann doch wieder zeitweise aufgegeben, weil ich mir überlegt habe, na gut, 8 Ampere bei 12 Volt, das zieht deine Batterien ja übelst schnell leer und das nur bei einem einzigen Element. Wenn man da richtig was effektiv haben will, da kommt man dann schon wieder in ordentliche kW-Bereiche bei der Stromaufnahme. Ja, allerdings sind wir jetzt im Bedini-Zeitalter, ne? Also wenn man es mal so ausdrücken kann. Und da habe ich von einigen Bastlern auch schon gehört, damit wir mit so einem Bedini-Motor diese Peltier-Elemente angeblich auch viel besser und schöner ansteuern können mit diesen hohen Spannungsspitzen als mit diesem schnöden Gleichstrom, den wir da sonst immer benutzen. Habe ich hier noch nicht ausprobieren können, weil der riesen Bedini, der mag noch gar nicht so richtig laufen. Na? Diametralmagnet in der Mitte und dann schöne viele Windungen drauf. Momentan habe ich erstmal nur 4 von den Spulen angesteuert. Naja, mal gucken, wenn das dann mal soweit ist. Aber das wäre dann natürlich auch eine Option. Ne? Da hätten wir gleichzeitig einen Lüfter, der uns dann die kalte oder warme Luft dann dahin bringt, wo wir sie haben wollen. Momentan macht er nur sowas hier, der Kleine. Also Selbstoszillation kann er schon sehr gut. Ne? Aber drehen wäre natürlich noch viel schöner, wenn er das machen würde. Macht er aber nicht. Naja, wie ihr seht, bei mir klappt auch nicht immer alles. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur ziemlich wenig. Deshalb werde ich euch nicht nonstop mit Videos vollballern. Aber das Thema Peltier-Elemente, glaube ich, könnte noch ziemlich interessant werden. Ja, vor allen Dingen, na, wisst ihr ja bestimmt auch, wenn das so funktioniert, dass wenn man Strom gibt und auf der einen Seite es kalt und auf der anderen Seite warm wird, dann funktioniert es auch so, dass wenn man die eine Seite kalt macht und die andere Seite warm macht, dass dann eben Strom rauskommt aus dem Peltier-Element. Ja, also da habe ich jetzt schon Videos auf YouTube gesehen, wo Bastler ihre Abluft von ihrem PC, meistens irgend so ein Laptop-PC, benutzt haben, um dann damit kleine Pulsmotoren zu betreiben oder kleine Ladeschaltungen zu machen. Ne? Müsste dann auch gehen, um dann Batterien laden zu können. Ja, die Möglichkeiten scheinen endlos. Aber was ich auch noch ziemlich interessant fand, wenn man ein Segelschiff hat, ist man ja die ganze Zeit auf dem Wasser drauf, ne? Und dann platzt die Sonne von oben so drauf und da hat man auch einen ziemlich großen
Temperaturunterschied, ne? Wo man solche Peltier-Elemente auch ganz gut einsetzen könnte als Antrieb zum Beispiel oder was weiß ich was. Ja, genau. Das war es erstmal wieder.